Willkommen zum Fronleichnamszwischenruf. Kennen Sie das? Sie schwelgen in Erinnerungen. Erinnerungen an die schönen Momente, vielleicht an bessere Zeiten. Zeiten, in denen die Welt noch in Ordnung war. Die guten alten Zeiten, wie wir oft sagen. Wir denken an Momente, die unser Leben bereichert haben. Sicher, jeder kennt das. Und diese Erinnerung tut gut. Sie sind wichtig. Sie sind eine Art Zwischenbilanz in unserem Leben. Ja, das Fest von Leichnam ist oft verbunden mit schönen, vielleicht auch mit schwärmerischen Erinnerungen. Erinnerungen an große und prunkvolle Prozessionen, aufwendig geschmückte Altäre, liebevoll gestaltete Blumenteppiche. Der eigentliche Kern des Festes gilt aber einer anderen Erinnerungsleistung. Das Evangelium des heutigen Tages weist auf dieses zentrale Element hin, an das Christinnen und Christen sich seit 2000 Jahren regelmäßig verteilt über die Erde permanent erinnern. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach: Nehmt, das ist mein Leib, dann den Kelch. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Die Einsetzungsworte sind zentraler Bestandteil jeder Eucharistiefeier. Sie erinnern an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern. Sie erinnern an seine Hingabe und an den Bund, der in seinem Blut geschlossen wurde. Matthäus und Lukas erklären die Wichtigkeit: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Fest von Leichnam setzt diese Erinnerung in besonders anschaulicher Form in Szene. An von Leichnam erinnert die katholische Kirche an die Einsetzung der Eucharistie und sie feiert die bleibende Gegenwart Jesu im Altarsakrament. Wenn Katholikinnen und Katholiken an von Leichnam die Eucharistie durch die Straßen ihrer Städte und Dörfer tragen, dann demonstrieren sie. Sie demonstrieren das Versprechen Jesu von seiner bleibenden und heilenden Gegenwart in unserer Welt und tragen im doppelten Sinn der Bedeutung diese Erinnerung durch ihren Alltag. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Feiertag. Aus technischen Gründen müssen wir den Podcast für diese Saison beenden. Unsere Gottesdienste gehen selbstverständlich am Sonntag um 11.15 Uhr hier im Templo Ecumenico im Juni noch weiter. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Sommer, schöne Ferien, gute Erholung, eine segensreiche Zeit, bis wir uns dann Ende September hier auf dem Podcast im Zwischenruf zum Warm-up für die neue Saison wiedersehen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand. Ausschluss. Amen.